Kennen Sie den Herzog von Mödling? Wir haben ihn getroffen beim wahrscheinlich größten, schönsten und tollsten Faschingsumzug von Niederösterreich in Mödling. Möme! 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 Wieso Herzog und nicht Prinzenpaar? Ja, in Mödling gab es den Herzog Heinrich, den ersten, den zweiten und dritten tatsächlich. Und wir sind nun als Herzog Heinrich der 17. und Ulrike die erste, die Nachfolger. Macht einen das stolz, wenn man so Prominente vertritt? Sehr, sehr. Also wir sind, mit vollem Stolz, vollem Herzen, voll Liebe dabei. Ja, das ist Mödling. Möme, Möme! Ja, wir sind hier beim größten Faschingsumzug Niederösterreichs. Immer mit 20.000 bis 30.000 Personen, aber ich glaube, dass wir heuer einen Rekordbesuch haben werden. Also wir sind uns fast einig, dass an die 50.000 Besucherinnen und Besucher gekommen sind, bei herrlichstem Wetter. Es erwarten uns ja 40 Wegen mit 600 Darstellerinnen und Darstellern. Das Wetter, wie gesagt, ist prächtig und es ist sicherlich auch eines der schönsten Umzüge von ganz Niederösterreich. Beeindruckend und der Wettergott ist uns auch gnädig. Herrlicher Sonnenschein. Ja, das ist jedes Mal wieder, wird versucht, noch etwas zu toppen. Ich bin schon gespannt auf die riesigen Wegen und die Besucher werden wirklich einen tollen Faschingsumzug sehen. Rekordverdächtig, was sich hier abspielt. Der Wettergott hat mitgespielt, aber die Vorbereitungen waren auch entsprechend intensiv. Ich kann nur sagen, mö, mö, danke lieber Herrgott. Mö, mö, mö. Baumeister von Münchendorf, ich stelle den Wagen zur Verfügung und Traktor. Das war ein wunderschönes Unternehmen mit der Gruppe aus Biedermannsdorf. Dankeschön. Wir sind die Zwerge aus Berchtoldsdorf, die Rotkreuzzwerge. Wir sind eine ganze Gruppe, ja, von Wander- und Verschönerungsverein aus Garden. Aber Papageien. Und lauter Papageien. Die Kostüme haben wir selber gemacht, alle gemeinsam genäht, gebastelt. So wie es gehört. Es war schon lustig, dass die Kostüme machen. Und jetzt auch die Umzüge ist natürlich da überhitzt. Wissen Sie, wie viele Teilnehmer hier sind? Ja, also wir wissen derzeit von 45 Umzugswegen und ungefähr 650 aktive Teilnehmer. Eine enorme Organisation. Das in jedem Fall. Das haben wir unserem Bauer Günther zu verdanken, der das jedes Jahr echt super toll organisiert. Und ja, das Ergebnis zeigt sich halt im Mittelpunkt. Möme, Möme!